Moin Leute, Corlas hier. Willkommen zurück zu Everspace 2, Folge 18. Letzte Folge war ja sehr erfolgreich, da haben wir die ganzen Herausforderungen erledigt. Sind jetzt im Cito-System eigentlich soweit erstmal durch. Dann zerlegen wir nochmal kurz ein paar Sachen. Beziehungsweise ein paar ist gut, eigentlich nur eine. Ah ne, hier, das können wir auch noch einmal. Die ganzen Komponenten, die können wir nämlich gut gebrauchen. Aber Inventarplatz haben wir auch noch genügend. Was ich auf jeden Fall gerne ausprobieren würde, sind diese Teile. Da müssen wir aber anscheinend erstmal ins Union-System. Ah. Ja, okay. Sind wirklich im falschen System. Die rüste ich mal auf, die zerlege ich. Okay, ja, dann sind wir soweit erstmal durch. Heißt im Endeffekt, das können wir entmarkieren. Und können uns erstmal zur Hauptmission machen. Läuft auf jeden Fall. Einzige, was ich mich gerade noch frage, ansehen. $100,000 Credits würden wir dafür kriegen, aber das dauert ewig lange, ne? Wir brauchen jetzt noch fast das Doppelte, um da Legende zu kriegen. Aber 100.000 Credits wäre halt schon geil, aber ich glaube, das muss ich mal so nebenbei machen. Vielleicht machen wir das auch ein bisschen im Stream. Mal gucken. Noch auf und go. So, Prescott Sternbasis. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal hin. So, Sprung nötig. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. So, und mir fällt gerade auf, ich könnte auch Herausforderung Union-Erkundung.
wir das nochmal. Und da ist ein unentdeckter Ort, da fliegen wir auch noch eben einmal hin. Daneben ist auch noch ein unentdeckter Ort, da machen wir uns auch noch einmal hin. Unbekanntes Signal brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Finde und schließe alle Lecks. Okay. Das ist neu. Ich vermute mal, das ist ein Leck. Okay, also eigentlich recht einfach zu finden, wenn ich das hier so richtig sehe. Also überall da, wo Dampf austritt. Das erledigt. Hier unten sind zwei. Hier noch welche sein. Das sind kleine Roboter, oder? Das ist die fliegende Holländerin. Da können wir gleich auch noch hin. Okay, da sind noch welche. Das letzte ist dahinter. Wunderbar. Wo kommt jetzt das Ding hin? Haben wir hier irgendwo Zeichen dafür? Nö, ne? Maler Container. Hast du vielleicht hier irgendwo Energie? Jawohl. Wo ist noch eine zweite? Ist wahrscheinlich dann auch hier irgendwo in der Nähe. Ups. Bisschen zu krass. 688 Credits, das ist ganz nett. Da habe ich ein Achso, da habe ich nur ein Zeichen, dass das ist. Mal 500 Credits.
119 Credits, es läuft ja. Ich bräuchte irgendwo noch einen Energiekern her. Wenn ich wüsste, dass die Freelancer einen droppen würden, würde ich die ja einfach wegballern. Aber so bringt mir das vergleichsweise wenig. Nee, hier ist sonst auch nichts drin, oder? Erhöhe Distanz für den nächsten Angriff. Ich komme rum. Hab ihn im Visier. Ich glaube, geht einmal zur fliegenden Holländerin. Achso, ich rufe die nur. Müsste ich sie vielleicht doch wegballern. Wir wurden entdeckt. Hier vielleicht noch was. Noch nur Wrackteile. Hier ist halt super viel Stuff, aber anscheinend alles ohne Energie. Der Holländerin zu rufen, lohnt sich halt auch nicht wirklich. Die wird mir garantiert keinen Energiekern verkaufen können. Der muss irgendwo hier zu finden sein. Ich bin schon mehrfach jetzt hier so her. Hab ihn noch nicht gefunden. Und dann ist jetzt die Frage, wenn der hier nicht ist, wo dann? Ist vielleicht einer hier in der Nähe? Ja, theoretisch trotzdem 2 geben. Und kann das sein, dass ich da gerade wieder aus Versehen was ausgebaut hat? Sekundärwaffe, jawohl. Kann ich was sagen.
Dann rufen wir die doch mal eben. Da ist sie. Mal gucken, ob du was hast. Kennst du zufällig einen Bram de Wind von den Cephas-Höhlen? Selbst wenn ich nicht mit diesem Versager verheiratet gewesen wäre, würde ich dennoch den Namen des schlechtesten Winzers der Galaxie kennen. Dank ihm wird allgemein angenommen, dass die Trauben von Cephas höchstens für besseres Abführmittel taugen. Was macht der Trottel? Ich fürchte, er ist tot. Was? Was ist passiert? Ich weiß es nicht genau. Er scheint sich in den Cephas-Höhlen verirrt zu haben. Sein Schiff hatte diese Flaschen geladen, zusammen mit dieser Nachricht an dich. Oh, dieser Dummkopf. Er ist aufgebrochen, um dem Universum die Freuden eines himmlischen berührten Gaumens beizubringen. Aber er ist für eine Ladung gesüßten Essigs gestorben. Was soll's? Ich kaufe dir die Ladung ab. Das sind eine Menge Credits. Freu dich drüber. Und dann kauf was damit oder verschwinde. Ich brauch jetzt einen Drink. Ah ja, die hatte also was mit dem. Die hat hier was Blaues anzubieten. Ist eigentlich durch die Bank weg deutlich besser, ne? Ja, können wir machen. Kühlaggregate, die ganzen Komponenten kaufen wir wieder. Zerlegen wir. Nanobots-Mittel verkaufe ich einmal. Auch verkaufen. Das andere kann erstmal drinnen bleiben. Und dann können wir hier auch einmal wieder raus. Und dann einmal direkt in das andere unbekannte Gebiet. Da. Ist nämlich direkt in der Ecke. Das können wir auch noch gut gebrauchen. Dum, dum, dum. Der Beat, der ist halt einfach immer noch gut, muss man einfach so sagen. Schalte den Anführer aus. Ja, das ist ja mal eine entspannte Mission. Hi. Das war mal ein kleines Schlachtfest, oder?
Da, da ist noch ein Bauplan. Du hast einen neuen Bauplan aufgenommen. Ich glaube, das hatte ihn nicht so sehr gefreut, dass wir einmal eben Hallo gesagt haben. Dann haben wir jetzt 3. Können wir die Expertise wieder einmaxen. Ist doch traumhaft. Das kann weg. Eine Flak. Die ist aber schlechter. Panzerung, die ist auch schlechter. Können wir einmal kurz hier bei Herausforderungen gucken. Da ist noch ein... Hidden Container. Da. In der Röhre wahrscheinlich, oder? Dahinter. Sehr schön. Hier gibt es wirklich nichts mehr zu sehen. Lass mich doch die Aussicht genießen. Das ist doch wunderbar. 100% abgeschlossener Teil. Achso, ich aktiviere jetzt mal dieses 120. Prozent-Ding. Wird das jetzt angezeigt hier irgendwo? Hochrisikogebiet. In unmittelbarer Nähe, was sehr angenehm ist. Und wir sind da. Ankunft des Anführers. Okay. Weiter so. Den Minenwerfer gleich erstmal ausschalten. Erstmal die meine ganzen Drohnen massiv verstärken. Gut gemacht. Die Waffe, die ballert so krass rein, ne? Kommt jetzt noch ein Anführer oder eher nicht?
Ah ja. Elite Outlaw Zerstörer. Sehr schön. Weiter gut. Ein Schiffswrack. Distanzfesselminen. Im Radius von 500 Meter auf. Okay, das klingt krass. Haben wir noch irgendwo einen Scanner? Beziehungsweise ein Container, nicht ein Scanner. Sieht aber gerade nicht danach aus. Was haben wir denn jetzt alles gekriegt? Kann weg. Streukanone. Kann auch weg. Kann 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 erstmal alles weg. Dann aktivieren wir noch eben 140er. Dann haben wir das hier. Hatte ich das nicht aktiviert? Ich dachte, ich hätte es aktiviert. Komisch. Notsignal. Ich hatte drauf gewartet gerade. GMB gegen Outlaws. Wir werden angegriffen. Das sehe ich. Worauf warten Sie dann noch? Lassen Sie mich mal machen. Sie fliehen! Wir haben gewonnen! Den haben wir ordentlich den Hintern versohlt. Wunderbar.
Er läuft. Haben wir da auch schon eins mehr? Dann geht's jetzt nach Cato Palace. Guck mal, was die Hauptstory weitermacht. Sieh mal an, wer da ist. Ab jetzt machst du mit mir die Geschäfte. Hi, Daryl. Erfahre ich jetzt endlich mal, wo Maddox ist? Ja, er hat den größten Hangar auf Avonrest gepachtet, einer Siedlung hier in Union. Aber wir übernehmen keine Verantwortung, wie freundlich du da empfangen wirst. Maddox hat gute Gründe, ein zutiefst paranoider Mensch zu sein. Wer hat ihn sonst noch gesucht? Schwer zu sagen. Es gibt nur Gerüchte. Okay, man sieht sich. Oh, hey, eine Sache noch. Falls du Lust hast, uns weitere Gefallen zu tun, dann rede mit Mary Ann. Klar, solange sie diesmal ihre Hände stillhält. Was meinen Sie damit? Oh, Moment. Sie beziehen sich auf Ihren ersten Besuch. Ein unglücklicher Vorfall, für den ich mich entschuldigen möchte. Schon okay, Marianne. Es war nicht Ihre Schuld. Also, was haben Sie mir anzubieten? Ich möchte Sie über das Jobboard der Station informieren. Sobald Sie einige der dort aufgeführten Jobs erfolgreich ausgeführt haben, können wir Ihnen spezielle Aufträge anbieten. Ich werde einen Blick darauf werfen. Läuft. Neue Jobbörse. Ah, das zählt auch mit meinem Ansehen dabei. Das ist natürlich sehr gut. Als ob ich dreimal Rahmenlieferung kriege. Ah, komm. Okay, dann sind die geblockt. Der kommt auch weg. Klasse. Jede Wette, dass Sie keine Nudeln geladen haben. Bitte gehen Sie vorsichtig mit den Drohnen um. Sie sind nicht gerade leicht zu steuern. Wird eine der Drohnen zerstört, wird Ihnen der Lohn für diese Lieferung gestrichen. Ich gebe mein Bestes. Ich hatte gehofft, mit sowas müsste ich mich nicht mehr rumschlagen. Wartungsdrohnen-Terminal, da muss ich irgendwas machen. Ich sollte mich beeilen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ach, als ob ich da wirklich hin muss.
Oh Gott. Ich muss vorsichtiger sein. Ich darf die Drohne nicht verlieren. Die Nudeln sollten sogar noch heiß sein, wenn da wirklich Nudeln drin sind. Auf ein neues. Kann ich nicht boosten und so? Oh Gott. Rechtzeitig. Ja gut. Was ist jetzt denn? Zeit für die nächste runter. Schon ein bisschen witzig, dass man so eine Drohne steuern kann. Auch wenn die Drohnen sich komplett beschissen steuern. Aber das wurde ja gesagt. Ja, ich muss da sicher hoch, oder? Credits tun nicht weh. Ich habe ihren Job erledigt. Mr. Kato wird sich freuen. Okay. Das ist actually sehr witzig. Einen Job muss ich noch für ihn machen. Aber das geht in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Bis denn, adios und ciao.